Oh, schon fast 12 Uhr, ich sollte eigentlich schlafen. Ich muss meiner WhatsApp-Gruppe noch schnell eine Nachricht schreiben. Leute, heute habe ich Pizza Margherita gegessen. Senden. Ah, Lukas hat mir schon geantwortet. Er schreibt: Wow, ich habe heute nur aufgewärmtes Gulasch bekommen. Interessant. Das leite ich gleich an meine Gruppe von der Bergwoche weiterleiten. Hey Leute, seht, was Lukas schreibt. Senden. Ah, es kommen schon die ersten Nachrichten herein. Boah, es ist schon fast 12 Uhr. Ich sollte längst schon schlafen. WhatsApp, Snapchat und andere Internetdienste verwenden viele, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Ich finde, die Technik bietet hier uns tolle Möglichkeiten, Beziehungen miteinander zu pflegen. Manche Jugendliche sind bis spät in der Nacht in ihren WhatsApp-Gruppen mit anderen in Kontakt. Ich möchte nicht so lange im Internet bzw. über das Smartphone chatten, denn ich brauche den Schlaf, damit ich Kraft habe für den nächsten Tag. Doch dass einige bis in die Morgenstunden noch mit anderen über Smartphone-Apps in Kontakt sind, das zeigt mir, wir Menschen haben Sehnsucht, mit anderen in Beziehung zu sein. Verbundenheit ist für mich der Sinn von Weihnachten. Zu Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Jesus ist meines Erachtens bildlich gesprochen wie die App, die Gott uns Menschen schenkt. Vor allem auch dazu, damit wir mit ihm in Beziehung treten. Allerdings diese Gott-App Jesus, die kannst du dir nicht auf dein Smartphone downloaden. Du musst sie installieren in dein Denken und in dein Herz. Das kannst du auch tun, zum Beispiel am Weihnachtsfest, aber jeden Tag, wenn du sagst: Jesus, ich möchte wirklich erleben, dass du mich mit Gott in Beziehung bringst. Komm in mein Leben und hilf mir dabei. Sei du meine Gott-App, Jesus.